Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Spocken! Sofort! Und damit herzlich willkommen zu Call of Duty. Hügel 493. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Oh mein Gott! Es gibt keinen Weg drumherum! Wir müssen auf diesen Hügel rauf! Und gleich und vorrücken! So. Ah, Mist. Nachladen. Feuern. Okay, so wie es aussieht, schalten Sie mich nach und nacheinander aus. Hey, wo schießen die denn? Meine Güte, was ist denn das für ein blöder Hügel hier? Ah. Okay, die haben auch eine Granate geworfen. Ja. Du wirst es schaffen! Genau, du wirst es schaffen. Autsch! Gib mir eine Deckung! Gib mir doch Deckung! Halte durch, Kumpel! Werf mal eine Granate!
die MGs feuern! Okay, auf die MGs feuern. Autsch. Wow, fuck. Ich bin da genau im MG-Feuer. Autsch. 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 Meine Güte. Hier, gib mir mal Munition. Ich muss irgendwie anders daran. Irgendwie brauche ich auch noch eine andere Munition, andere Waffe hier. Ich habe ihn im Visier. Bereit, wenn du es bist. Fang, Daniels! Okay, was ist los? Was habt ihr? Geht's weiter oder nicht? Okay, ich muss hier lang. Wartet ihr auf mich? Schön, dich zu sehen, Kumpel! Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant! Daniels! Sag, wenn du bereit bist! Mann, ich bin bereit! Lauf! Den Kopf runter und los! Der MG muss unterdrückt werden! Oh, sorry. Los! Daniels, holen Sie die Ladung und bringen Sie es zu Ende! Okay, der Feind steht unsere Position! Ich hol die Ladung! Ich hab sie! Ich versuch's! Auch Deckungsfeuer! Okay, wir sprengen den Bunker. Zurück! Wow! Bunker gesichert! Hä, hey, ihr Schluffis! Seid ihr alle hin, oder was? Oh, okay. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den das Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Okay. Viel sind wir ja nicht mehr. Öffnen Sie die Tür. Wieso bin ich immer der Türöffner? Es geht immer, bin ich hier der Türöffner. Warte mal. Kann ich hier nicht noch irgendwas haben? Daniels, öffnen Sie die Tür. Okay, ich öffne die Tür. Immer bin ich hier der Arsch. Granate! Achtung! Warte mal, ich hab das böse Gewehr hier. Er ist tot.
Okay, ich lade mal nach. Kann einfach nicht so gut damit zielen. Was muss ich anbringen? Pyramid, alles klar. Dynamit oder Pyramid? Als ob ich es schon mal gemacht habe. Köpfe runter! Komm weg hier, ich kann nicht weg. Aua! Das ist kaputt. Wow. 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 Okay, das kleine Ding gefällt mir ein bisschen besser hier. So, wir nehmen auch hier ein bisschen Zeugs mit. So, wir rennen hier durchs Feuer, das macht überhaupt nichts. Er ist tot. Oh, fuck. Okay. Oh, ich glaube, die ist nicht reingegangen. Hey. Hast du Munition für mich? Jupp, alles klar. Können wir die Waffen tauschen? Hey, die will ich. Das ist hier die Gangsterwaffe. Okay, die Nazis sind tot. Okay, ich glaube, ich bin hier der Türaufmacher. Ich bin eigentlich Türsteher früher gewesen. Jetzt haben sie mich in den Krieg geschickt. So, bei Sturmangriff erstmal. Oh. Okay, alles klar. Ich muss wieder rein. Ich muss wieder rein. Hey, hast du Verbandszeug? Okay, wahrscheinlich muss ich wieder raus als erster. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen. Nehme ich wieder das große Gewehr oder was? Nein, komm, wir nehmen das kleine. Müssen wir da lang oder wie? Wo sind sie denn? Okay, wir kommen aus der Deckung. Da ist auch einer von mir. Feinde? Sind hier Feinde? Okay. Wir werfen noch mal eine Granate. Und dann habe ich keine mehr. Okay, dann machen wir mal Rauch. Wir machen mal Rauch. Okay, dann nehmen wir das Laster und dann greifen wir da weiter an. Okay, soll ich hier nochmal so ein Ding reinmachen? Hallo? Jungs? Ich weiß es nicht. Wo denn? Ich sehe niemand. Wo sind sie alle hin? Oh. Wirf mal rüber! Hier sind sie! Okay, ich mach mal hier noch so ein Teil da rein. Okay, alles klar. Machen wir die Kanone kaputt.
Ladung blockiert! Oh, fuck! Oh shit! Ich bin irgendwie falsch hier. Wow. Ich bin voll in die Ding. Ja. Nee. Shit. Warte, ich hab's. Freunde, ich glaube, das könnte nach hinten losgehen. Viel zu spät! Was muss ich machen? Shit! Die machen uns fertig! Die machen uns voll fertig hier. Ich kann nicht mehr zurück. Wir können nicht zurück, wir müssen den Panzer auch fertig machen. Das ist doch blöd hier. Der Panzer ist noch aktiv. Okay, der Panzer ist immer noch aktiv. Ich gehe hier nur drauf, ey. Das ist ja wie ein Krieg. Okay, weg hier. So, jetzt aber. Noch einmal. Jetzt. Oh. Oh oh. Nein. Danke. Ja. Ich bin... Lieutenant! Ami. Verfluchten Schweine. Diese Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen sie hier auf unserem Kontinent? Ich war am Arsch, der verfluchten amerikanische Schweine. Er hat mich erschossen. Ich bin zu schlecht. Nein! Eine... Ja. Schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Arsch, der verfluchten Amerikaner. Scheiße! Ich hab Arsch, du
Schwein. Mann! Lass mich verarschen hier, das Spiel. Nicht! Wieso kann... Nee. Alles klar. Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab es nicht! Lass sie mich zurück! Ich hab sie! Ey, die Grafik ist echt krass. Lieutenant! Lieutenant! Wir müssen die Jungs wegbringen. Nein, wir schaffen das. Ja, sie müssen weg hier. Nein, wir lassen sie nicht ich zurück. Ich auf, ich wehre sie ab. Wir müssen gehen. Los! War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht. Rückzug! Sergeant! Los! Na los! Sergeant, befehl, Junge! Geh! Ich dachte, sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein.